Der nächste Paukenschlag beim FC Barcelona. Trainer Xavi kündigt seinen Rücktritt nach der laufenden Saison an. Alle Details hier jetzt dazu im Video. Zudem gibt es Informationen rund um Jadon Sancho. Plant der FC Bayern München einen geheimen Sancho-Deal? Was ist da jetzt rausgekommen? Auch dazu gleich mehr. Und es geht um den Shootingstar vom VfB Stuttgart. Es geht um Dennis Undav. Er hat jetzt wohl schon das EM-Ticket gelöst. Alles zu diesen Infos gleich hier im Video. Vorab lass ein Like auf das Video da und auch ein Abo hier auf den Kanal, um nichts mehr über Fußball-News aus aller Welt zu verpassen. Ja, aber damit gehen wir direkt rein in das erste Thema. Das erste Thema, das soll Xavi sein. Xavi, er hat es jetzt getan, er hat seinen Rücktritt beim FC Barcelona verkündet. Gestern Abend, da ging die Hammermeldung durch die Medien nach dem 3:5, nach der 3:5 Pleite, da hat sich Xavi zu Wort gemeldet. Er hat gesagt, er wird ab Sommer Schluss machen, die Entscheidung ist getroffen, er legt sein Amt als Cheftrainer der Katalanen nieder. Man muss sagen, es ist hier nicht so eine ganz große Überraschung, wie es jetzt bei Jürgen Klopp der Fall war. Bei Jürgen Klopp, da kam das wirklich aus dem Nichts. Bei Xavi, da hat sich das jetzt über mehrere Wochen schon angekündigt. Er hat öfter schon über einen Rücktritt gesprochen. Jetzt ist dieser Rücktritt aber geschlossene Sache und es ist trotzdem ein ganz, ganz großer Knall in Katalonien. Das bedeutet auch, dass sowohl Liverpool als auch der FC Barcelona im Sommer einen Nachfolger sucht, einen echten Top-Trainer. Und das könnte natürlich auch zu richtigen Spannungen zwischen beiden Clubs führen. Auf meiner Website bully-insight.de, da habt ihr gestern Abend schon die neuesten Informationen darunter erhalten und jetzt gehen wir auch mal rein, was jetzt hier Xavi genau gesagt hat. Denn der Hintergrund, das muss man auch erst nochmal kurz erwähnen, ist einfach bereits in den vergangenen Wochen, da wurde die Kritik an Trainer Xavi immer größer, die Formkrise von Barca, die gipfelte gestern Abend in der Blamage gegen Villarreal und jetzt ist es so, so hat es Xavi zumindest mal gesagt, er hat die Entscheidung, dass er das Amt im Sommer niederlegen wird, wohl schon vor einigen Tagen getroffen. Er sagte, ich denke, die Situation verdient einen Kurswechsel und als Couleur kann ich diese Situation nicht zulassen. Jetzt wird alles ruhiger und wir können um die Champions League kämpfen. Zumindest werdet ihr, damit ist er die Presse gemeint, mich mit dieser Entscheidung nicht mehr umbringen. Und Xavi selbst, er hofft, dass die Entscheidung von ihm einen positiven Effekt auf die Spieler hat. Er hofft, dass die Spieler sich freier spielen können, dass er deshalb auch so ein bisschen auf einen Leistungsschub hofft. Er will damit zeigen, dass der Verein, dass der FC Barcelona über allem steht, dass er weggeht, dass er Barcelona verlässt, das ist für alle Beteiligten die beste Lösung und so hat er das jetzt quasi auch zuliebe zu diesem Verein getan. Und das ist schon ein echter Paukenschlag. Ja, Jürgen Klopp, der hat lange bei Liverpool trainiert, der hat eine Ära dort geprägt, aber was Xavi und den FC Barcelona verbindet, das ist nochmal was ganz anderes. Der hat seine ganze Karriere da gespielt, der ist dort wirklich zu dem Spieler geworden, der er eben war, zu einem absoluten Weltklasse-Spieler, vielleicht sogar einem der besten Mittelfeldspieler aller Zeiten. Und genau das wollte er jetzt auch auf der Trainerseite, sofort finden. Anscheinend, so kann man es, würde ich sagen, ist das aber eine Nummer zu groß gewesen für ihn. Denn er hat ja unter anderem schon in Katar trainiert, das waren kleinere Clubs, kleinere Ligen, da lief das alles noch viel besser, dann dachte er vielleicht, dass er sich auch den FC Barcelona zutrauen kann, aber falsch gedacht. Barcelona, das Kapitel ist jetzt beendet und ich bin mal sehr gespannt, wer dann übernehmen wird. Da gibt es schon diverse Spekulationen, natürlich auch um Jürgen Klopp, aber der wird es definitiv nicht machen, da kann ich euch die Hand drauf geben, der wird ein Jahr Pause machen, das wird definitiv nicht passieren. Wer ist euer Favorit? Ich bin mal sehr gespannt und bin auf eure Prognosen natürlich in den Kommentaren auch sehr, 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 sehr gespannt. Damit gehen wir gleich ins nächste Thema. Und das ist auch ein echtes Hammerthema. Könnte Jadon Sancho möglicherweise zum FC Bayern München wechseln? Zumindest mal ist es ein Thema, was auf jeden Fall bei den Bayern, wo man eine gewisse Zeit lang präsent war. Denn da kam jetzt ein echter Geheimplan der Bayern zutage. Jadon Sancho, er hätte tatsächlich beim FC Bayern München landen können. Und das hat jetzt eben Sven Mislintat, der ehemalige Chefscout von Borussia Dortmund, berichtet. Und demnach ist es wohl so, dass Jadon Sancho wohl beinahe an der Sebener Straße gelandet wäre. Die Rede ist aber nicht von diesem Sommer. Die Rede ist damals in 2017. Da ist Sancho für rund 20 Millionen Euro von Manchester City zu Dortmund gekommen als echtes Talent, ein echter Coup, den der BVB damals gelungen ist. Denn gerade mal 4 Jahre später ist er für 85 Millionen Euro zu Manchester United gewechselt. Auch da hatten die Bayern ein Auge auf Jadon Sancho geworfen. Auch da hatten sie überlegt, ihn zu holen. Er war dann einfach letztendlich zu teuer.
Aber auch in 2017 wären sie wohl schon dran gewesen. Und Mislint hat ja gesagt, die Bayern, die haben alles versucht, um diesen Transfer zu Borussia Dortmund am Deadline Day noch zum Fall zu bringen. Aber Jadon Sancho, er hat keine Sekunde wohl darüber nachgedacht, eine Vereinbarung, die er mit Borussia Dortmund getroffen hat, über den Bord zu werfen und jetzt zum FC Bayern München zu wechseln. Und dann kam es eben zu dem, was Jadon Sancho jetzt eben ist. 137 Einsätze hat er gemacht, 50 Tore gemacht, 64 Treffer vorgelegt. Das sind exzellente Quoten für einen Spieler, der damals noch natürlich extrem jung war, extrem viel Potenzial hatte. Und was er jetzt noch drauf hat, das zeigt der 23-Jährige natürlich aktuell auch. Wo es nach der Saison für Jadon Sancho hingeht, das ist natürlich auch nicht so genau klar. Und ob er dann vielleicht sogar mal den Weg zum FC Bayern München finden könnte, auch das ist auf jeden Fall nicht komplett aus aller Welt. Gerade wenn man das Thema Serge Gnabry sich bei den Bayern anguckt, das ist eine Beziehung, die vielleicht ja dem Ende auch mal zugehen kann. Und dann sucht man eben einen guten Nachfolger. Und Jadon Sancho, der ist im Sommer vermutlich für einen Preis zu haben, den kann Borussia Dortmund nicht zahlen, aber die Bayern definitiv schon. Bleibt aber abzuwarten, ob es dann wirklich so weit kommen wird. Das ist jetzt zu viel Spekulation. Ich wollte euch nur von diesem geheimen Plan der Bayern damals erzählen, dass die Bayern damals Jadon Sancho wirklich verpflichten wollten und am Deadline Day den Dortmunder dazwischen funken wollten. Es hat zwar nicht geklappt, aber trotzdem meiner Meinung nach eine Erwähnung in diesem Video wert. Dann kommen wir zu einem weiteren Thema. Kommen wir zu einem Thema, das schöner nicht sein kann. Es geht um Undav. Undav, er ist einer der Shootingstars in dieser Saison. Gemeinsam mit seinem Club, mit dem VfB Stuttgart, da hat er wirklich bewiesen, dass er es richtig drauf hat. Gestern haben sie erst Leipzig 5:2 zerlegt. Mann, war das schön anzugucken. Muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, man gönnt ja den Leipzigern wirklich gar nichts und dann gönnt man es einem Club wie Stuttgart noch mehr und natürlich einem Spieler wie Dennis Undav noch mehr. Und er hat sich für eine Nation entschieden, hätte sowohl für die Türkei auflaufen können, als auch für die deutsche Nationalmannschaft und er hat sich für die Deutschen entschieden und gestern, da hat er einen Hattrick erzielt und damit muss man einfach ganz klar festhalten, meiner Meinung nach, er hat das EM-Ticket gelöst. Alles andere wäre ein absoluter Skandal. Er wird definitiv die Länderspiele im März machen. Er ist aktuell der beste deutsche Torschütze. Sollte er bis zur Europameisterschaft verletzungsfrei bleiben, dann führt kein Weg an ihm vorbei. Der kann den Füllkrug jetzt nochmal aufdrehen, wie er möchte. Ein Dennis Undav in dieser Form, in der er aktuell ist, ist der gesetzte Mittelstürmer im deutschen Sturm. Und was der auch aktuell für eine Entwicklung hinlegt, das ist wirklich atemberaubend. In der Bundesliga kommt er in 16 Spielen auf 12 Tore, 3 Vorlagen. Das sind exzellente Werte, 15 Scorerpunkte. Und ja, das ist schon echt mächtig. Sein Marktwert ist auch innerhalb von dieser Saison wirklich von 6 Millionen auf 17 gestiegen. Tendenz steigend, das ist nämlich die letzte Aktualisierung noch vom Dezember. Klar, mit 27 Jahren ist er jetzt nicht mehr der jüngste, potenzialreichste Fußballer, aber der zeigt wirklich, dass er es drauf hat und dass er auch gerade in der deutschen Nationalmannschaft meiner Meinung nach im Sommer nicht mehr wegzudenken ist. Und jetzt passt nur auf, diese 16 Spiele, 12 Tore, das hat er auch wirklich in gerade mal 61% der möglichen Spielminuten gemacht. Also der hat fast nur die Hälfte gespielt, dieser 16 Spiele, also 19 Spiele insgesamt. Davon hat er nur 16 gemacht. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend, wenn man sich hier diese Leistungsdaten mal anguckt. Also wie der jetzt scored, das ist nicht von dieser Welt. Er macht so ein bisschen wirklich, dass Guirassy aktuell weg ist, so ein bisschen vergessen. Ja, in den letzten zwei Spielen, da gab es Probleme, da hat Stuttgart zweimal verloren, einmal gegen Gladbach, einmal gegen Bochum. Jetzt aber dafür Leipzig aus dem Stadion rausgefegt und das hat, denke ich, allen Fans des noch normalen kultivierten Fußballs gefallen. Und damit kommen wir auch schon zu einem letzten Thema und da haben wir gerade schon mal so kurz drüber gesprochen, das ist Serge Gnabry. Wie steht es denn aktuell um Serge Gnabry? Er ist ja verletzt, er wird wohl auch bald wieder sein Comeback feiern, da habe ich euch auch auf bully-insight.de schon drüber berichtet, wie gesagt, gerne mal da vorbeischauen, aber wir gucken doch mal direkt rein, wie steht es rund um Gnabry? Er ist wohl aktuell etwa bei der Hälfte angekommen, er wird wohl tatsächlich noch ungefähr etwas über einen Monat brauchen, er soll Anfang März wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren, also das sind anderthalb Monate ungefähr. Und dann könnte er auch so langsam wieder sein Comeback feiern. Und es ist eins ist ganz klar, für Gnabry ist die restliche Saison absolut entscheidend. Denn aktuell gibt es keinen Grund auf dieser Welt, warum du ihn mit zur EM nehmen solltest und beispielsweise einen Chris Führich nicht. Es gibt keinen Grund, warum solltest du das machen? Das heißt, für Gnabry wird es extrem wichtig, dass er jetzt nochmal richtig eine Schippe oben drauf legt und nochmal richtig Scorerpunkte sammelt, richtig Leistung zeigt. Denn ansonsten sehe ich für seine
ein EM-Ticket, sage ich euch ganz ehrlich, schwarz. Wie soll ein Julian Nagelsmann argumentieren, wenn er dafür einen anderen Flügelspieler zu Hause lässt? Ja, Gnabry, der war schon immer dabei. Das wäre doch genau das falsche Signal, was wir heute brauchen. Nein, wir brauchen ein Signal, dass Gnabry, wenn er jetzt mitfahren will, jetzt nochmal richtig eine Tube drauflegt. Und er hat jetzt die Chance. Coman ist verletzt. Wenn sie keinen Ersatz holen sollten, die Bayern, da geht es nämlich heute Mittag im Bulli-Video drüber, dann ist es seine Chance, seine Time to Shine. Dann muss er sich angehen und muss den Ausfall von Coman vergessen machen mit absoluten Topleistungen. So sehe ich das Ganze zumindest. Wie seht ihr es? Eure Meinung zu den Themen wie immer in die Kommentare. Das war's von mir. Bis dahin, Leute. Ciao.